Wisst ihr nicht, dass ihr Günther seid? Holt euch besser Popcorn, heute dauert es etwas länger. Über was wir heute reden werden, wird noch öfter vorkommen. Das Thema ist männlich und weiblich. Von da aus kommen wir auf linke und rechte Gehirnhälfte und der Kreis schließt sich dann mit den neuen Kindern. Bereit? Tief durchatmen. In der letzten Folge sprachen wir über Chakras und wie sie euer ganzes System beeinflussen. Über was wir nicht sprachen, ist die Energie, die in ihnen fließt. Zurzeit gibt es viele verschiedene Arten von Energie in und um uns. Heute werden wir über zwei ganz bestimmte sprechen, die sich in Yin und Yang ausdrücken. Es geht um männliche und weibliche Energie. Männliche Energie ist fokussiert und weibliche ist kreativ und chaotisch. Keine der beiden ist besser oder stärker als die andere und beide können extrem kraftvoll sein, wenn sie vollkommen manifestiert sind. Die weibliche Energie ist das Land der unbegrenzten Möglichkeiten und kreativen Potenziale. Sie beeinflusst das Universum von innen heraus. Fokussierte männliche Energie nimmt direkte Wege von Punkt A zu Punkt B. Sie kann so stark sein wie ein Panzer, Aufgaben bewältigen und Ziele erreichen mit Präzision und ohne Ablenkung. Das Wichtigste ist zu verstehen, wie sich diese Energien bewegen. Dazu betrachten wir ganz grundsätzliche sogenannte heilige Geometrie. Das ist die Fibonacci-Spirale. Für jetzt reicht es zu wissen, dass sie bei 1 startet und sich unendlich fortsetzt in einer ganz bestimmten Weise. Sie ist in allem Leben überall präsent. Männliche Energie bewegt sich durch diese Spirale von Punkt zu Punkt. Von hier zu hier zu hier zu hier. Sie biegt sich nicht, sondern geht geradewegs ans Ziel. Weibliche Energie jedoch fließt in der Spirale. Sie bewegt sich um die Linien herum, kommt aber zum selben Resultat. Das ist eine grafische Darstellung davon, wie es sich mit den Energien verhält. Aber es ist auch in Wirklichkeit so. Wir können in unserem Leben sehen, wie wir die unterschiedlichen Energien nutzen. Es ist der Unterschied zwischen direkt zur Arbeit fahren und immer pünktlich sein oder den schöneren Weg nehmen, weil es eine angenehmere Fahrt ist, auch wenn das bedeutet, zu spät zu kommen. Einen Kuchen streng nach Rezept backen oder nach Gefühl gehen und nehmen, was gerade da ist. Befördert werden, weil man am härtesten gearbeitet hat oder weil man die besten Ideen hat. Hier noch ein Beispiel. Der Unterschied zwischen den Filmen Inception und Sucker Punch. In beiden geht es um Träume. Der eine ist die maskuline Story mit echten Männern, die versuchen, ihren Job gewissenhaft zu machen. Der andere die feminine Story, die kreativ und chaotisch ist und gemäß viel Zuschauen keinen Sinn ergibt. Männlich und weiblich haben eben, wie die Chakren, ihre eigenen Eigenschaften. Männlich ist linear, analytisch und strategisch, sie ist praktisch. Wenn sie jedoch eingeschränkt wird, ist sie taktlos und streitlustig. Meist sieht sie nicht alle Seiten einer Situation und ist nicht offen für eine andere Möglichkeit als die, die verfolgt wird. Viel davon ist in der heutigen Gesellschaft sichtbar. Meistens nennen wir das Engstirnigkeit. Weibliche Energie auf der anderen Seite bewegt sich in Kurven. Sie bleibt nicht innerhalb der Linien. Sie ist Kreativität und Bewegung, Ausdruck und Gefühl. Sie kann alles tun und überall hingehen, hat jedoch Schwierigkeiten, sich an einen Zeitplan zu halten. Wenn sie eingeengt wird, kann sie außer Kontrolle geraten und zügellos zwischen Emotionen und Gefühlsschwankungen hin und her pendeln. Die Kreativität kann durcheinander geraten und als unkontrollierbares Desaster enden. Dieses Problem ist allerdings weit nicht so verbreitet und das hat mit unseren Gehirnhälften zu tun. Noch ein großer Unterschied ist, dass die männliche Energie Teile betrachtet und die weibliche das Ganze. Bevor es weitergeht, ist eine Sache ganz wichtig. Wir sprechen hier von der Energie, das hat nur wenig mit dem Geschlecht zu tun. Es gehört zwar dazu, aber ist kein fundamentaler Teil der Energie selbst. Wenn wir uns zum Beispiel die Körperformen von Mann und Frau ansehen, haben Männer geradere Körper und Frauen rundere. Wir werden auf das wahrscheinlich noch einmal zurückkommen. Okay, die Gehirnhälften. Wir haben 2 davon, das dürfte dir nicht neu sein. Die linke Gehirnhälfte ist die männliche Seite. Sie ist geordnet, statistisch, logisch und mathematisch. Sie sieht Dinge geradlinig, rationell und praktisch. Die rechte Gehirnhälfte ist die weibliche Seite. Sie ist unsere kreative Seite, ein freier Geist. Sie ist Leidenschaft, Erfahrung von Geschmack und Gefühl, Bewegung, Kunst. So wie die Energie kann die linke Gehirnhälfte nicht aus der rechten schlau werden. Man kann Gefühl und Ausdruck nicht in Schubladen geben. Sie müssen eben gefühlt und wirklich gelebt werden.
Die rechte Seite wiederum wird nicht schlau daraus, wie die linke Seite die Dinge versteht. Also als eine Spezies leben wir aus der linken Gehirnhälfte. Unglaublich viel sogar. Das heißt, dass wir ein Ungleichgewicht haben, einen Überschuss an männlicher Energie. Sie ist dominant und unterdrückt die weibliche Seite des Gehirns. Versteht das nicht falsch. Daran ist nichts verkehrt. Das ist keine böse oder schlechte Sache. In Wirklichkeit ist das so eine Art Glück im Unglück. Es ist also nichts verkehrt mit unserer weiblichen Energie. Wir schöpfen nur nicht das volle Potenzial aus. Unsere männliche Energie ist total im Eimer und deswegen sind wir, wo wir eben gerade sind. Wo wir denn sind? Nun, ich meine die wirtschaftliche, politische, finanzielle, religiöse, nukleare, Delfin- und Bienentötende weltweite Krise. Einige Leute sagen, studiere die Finanzkrise, studiere die nukleare Krise, studiere die politische Krise. Das sind alles komplett unterschiedliche Probleme. Daran sieht man, wie die männliche Energie die Dinge in einzelnen Teilen betrachtet. Jetzt verstehen wir, dass das aber unsere Perspektive beeinträchtigt. Als Ganzes sind all diese Probleme nur ein weiterer Beweis, dass wir nicht verstehen, wie wir harmonisch leben können, weil unsere männliche Energie aus dem Gleichgewicht mit den anderen und dem Planeten geraten ist. Lasst uns nun auf die neuen Kinder zu sprechen kommen, die derzeit auf der Erde geboren werden. Ungefähr seit den 80ern tauchen Kinder mit anderen oder ungewöhnlichen Eigenschaften auf. Es wurden immer mehr und heute sind fast 100% aller Kinder, die in Nordamerika geboren werden, sogenannte Indigo-Kinder. Was sind also deren Eigenschaften? Hierzu gehen wir nun eine Liste durch, die von Shane Jordan entwickelt wurde. Und du kannst schauen, ob etwas davon auf dich zutrifft. Haben einen starken Willen. Eigenständige Denker, die lieber ihr eigenes Ding durchziehen, als sich an Autoritäten oder Eltern zu halten. Haben eine Weisheit und ein Level von Bewusstheit und Fürsorge, das ihre jungen Jahre übertrifft. Traditionelle Erziehung und Disziplin haben keinen Einfluss auf diese Kinder. Wenn man sie zu etwas zwingen will, endet es meist in einem Machtkampf. Energetisch gesehen schwingen Indigos auf einer höheren Frequenz, weshalb sie von negativer Energie leichter beeinträchtigt werden. Gefühlsmäßig können sie sehr reaktiv sein und Probleme mit Ängsten, Depressionen oder Wutanfälle haben. Sind kreative, rechte Gehirnhälftendenker, haben deswegen Probleme in einem traditionellen Schulsystem zu lernen. Oftmals werden sie mit ADHS diagnostiziert, weil sie sehr impulsiv erscheinen. Das ist, weil ihr Gehirn Informationen viel schneller verarbeiten kann und sie deshalb mehr Bewegung brauchen, um fokussiert zu bleiben. Indigos sind sehr intuitiv, haben oftmals übersinnliche Fähigkeiten und können Dinge hören, sehen oder wissen, die unerklärbar erscheinen. Sie können mehr Probleme mit Nahrung und Umweltbefindlichkeiten haben, weil sie feinfühliger und empfindsamer sind. Wenn ihre Bedürfnisse nicht erfüllt werden, scheinen sie sehr egoistisch und fordernd zu sein, obwohl das nicht ihrer wahren Natur entspricht. Diese Kinder haben unglaubliche Gaben und Potenziale, machen aber dicht, wenn sie nicht richtig genährt und akzeptiert werden. Woher kommt das alles? Zum einen sind bei diesen Kindern zwei neue Gene aktiv, Mikrozephalin und ASPM. Beide bedingen die Regulation des Gehirnwachstums, was diesen Kindern ein breiteres Spektrum an Denkvermögen und neue Lernwege gibt. Dadurch haben sie durchschnittlich einen IQ von 140, was 45 bis 50 Punkte höher liegt als der Durchschnitt. Wir sind gerade dabei zu lernen, dass unsere Schulsysteme und die Lernmethoden veraltet sind. Das ist, weil unsere Kinder sich verändern. Wir werden uns den größeren Kontext, warum das passiert, gleich ansehen. Zuvor noch eine andere Art der neuen Kinder, die Super Psychics. Diese Kinder sind wirklich hardcore. Sie können alles tun, buchstäblich. Einige können mit ihren Gedanken Gegenstände durch Wände bewegen, andere sind blind, können aber alles sehen durch unzählige Bildschirme vor ihrem inneren Auge. Manche wissen nur durch das Ansehen einer Person alles über sie, sogar wann sie sterben werden. Warum haben wir also davon noch nichts gehört? Man möchte doch denken, dass das eine Riesenschlagzeile wäre. Zum einen, weil fast alle dieser Kinder in China leben. Zum anderen, weil fast nichts der Beweise jemals ins Englische oder gar Deutsch übersetzt wird, obwohl manches davon in China sehr wohl an die Öffentlichkeit gelangt. Wenn du mehr darüber wissen willst, ist das Buch China's Super Psychics ein guter Anfang. Bevor wir zum Ende kommen, müssen wir den Kreis nun schließen. Was haben diese Kinder mit männlicher und weiblicher Energie zu tun? Offensichtlich sind die Indigos direkt mit der männlichen Energie verbunden und die Super Psychics mit der weiblichen. Je näher wir der Spitze des Wandels kommen, desto mehr beginnt die Welt sich zu verändern. Hauptsächlich passiert das, um uns auszugleichen. Auf der einen Seite der Welt werden die Indigo-Kinder geboren und auf der anderen die Super Psychics. Sie sind hier, um dem Bewusstsein des Planeten in dieser äußerst wichtigen Zeit zu helfen. Es gibt viel, viel mehr Indigo-Kinder als Super Psychics, weil es unsere männliche Energie ist, die verstehen muss.
Durch die Indigo-Kinder und deren neuen Weg zu denken verändert sich das Bewusstsein auf der Erde, was uns zurück in die Harmonie bringt. Wie wir gerade gelernt haben, gehören immer zwei dazu. Man kann nichts wirklich verstehen, nur indem man darüber liest. Wir brauchen beide Seiten des Gehirns. In der heutigen Welt werden Dinge wie Astralprojektion oder Channeling nicht wirklich als Wissenschaft anerkannt. Das eine ist, Bereiche außerhalb des Körpers zu erforschen und das andere, mit Wesen von höherem Bewusstsein zu kommunizieren. Wenn wir das scheinbar nur an Erfahrungen messen können, ist es nicht legitim. Durch die Beschränkung auf die linke, männliche Gehirnhälfte haben wir einen bedeutenden Teil, um was es hier geht, verloren. Was wir hier haben, ist ein sogenanntes Polaritätsbewusstsein. Wir sehen alles auf zwei Arten, gut oder schlecht, heiß oder kalt, Religion oder Wissenschaft. Also noch einmal, um in Harmonie mit anderen und dem Planeten leben zu können, müssen wir beginnen, das auch mit der linken Gehirnhälfte zu verstehen. Wenn das passiert, können wir vom Polaritätsbewusstsein wieder ins Einheitsbewusstsein kommen. Und das ist im Wesentlichen, wohin wir gehen. Gut, das war's für heute. Bis zum nächsten Mal.